Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky World! Jawoll! Herzlich willkommen zurück zusammen hallo. Mit dem Debitor hier neben meinem Stab mit super krassen Augen. Er schlägt mich hier wieder und heute geht's wieder voll ab. Wir haben mit Peter auch eine Folge aufgenommen, also guckt da auf jeden Fall vorbei. Da haben wir eine sehr, sehr geile Sache gemacht, was unser Refined Storage-System angeht. Und die kommen immer unterschiedlich. Also es gibt keine Folge, die mal früher oder später ist. Es ist immer random. Random. Wollte ich nur mal wissen, random. Ja, okay. Ja, aber was heute wird geil, weil wir haben, um eine Sache zu sagen. Darf ich sagen? Ja, du darfst sagen, sag. Wir machen heute den Rainbow Generator. Falsch. Sag irgendwas. Ne, wir haben super viel Dimension Shards, wie ihr sehen könnt, von der F-Tools. Und mit diesen Dimension Shards kann man einen sogenannten Machine Infuser bauen und den wollen wir machen. Passen zu meinen Augen. Mit dem kann man Maschinen infusen und die haben dann immer einen Bonus von der F-Tools. Zum Beispiel der Shield Generator, den wir unten haben für unsere Wither-Ding, der macht dann mehr Schaden und er braucht wenig Energie, was exquisit ist. Und außerdem wollen wir noch eine Insel bauen. Übrigens am Sonntag gibt es einen Stream beim Debitor auf twitch.tv/Debitor mit mir und Debitor. Und da bauen wir die Inseln. Also wir bauen unsere Inseln ein bisschen größer und schöner und krasser. Das heißt, wir bauen Inseln für Immersive Engineering, für Black Magic, für Botania, also für alle kommenden Sachen noch. Und dann geht ab. Und eine Insel davon, dürfen wir das schon sagen? Haben wir das schon irgendwo gesagt oder bleibt es noch geheim? Nee, darfst du ruhig. Okay. Wir wollen eine Insel in so einem See machen, praktisch. Botania ist wahrscheinlich. Genau. Und Ziel ist praktisch, dass wir ein Schild machen von der F-Tools und darin das Wasser halten, dass das Wasser einfach in der Luft schwebt als See und innen drin eben die Insel. Das wäre ziemlich cool. Da gleich eine Frage an euch, falls das jemand weiß. Wenn man ein Schild macht, so wie das hier unten, aber angenommen, das ist ein großes Schild, der Shield Generator steht in einem geladenen Chunk, aber die Schilder, die da dran angeschlossen sind, die sind in einem nicht geladenen Chunk. Was passiert, wenn wir offline gehen? Bleiben die Schilder trotzdem an oder gehen sie aus? Das wäre so gut zu wissen. Das ist interessant auf jeden Fall. Was ist hier denn dran? Oh Gott. Ich habe da noch was gefunden. Noch 1 Million Inferium. Da dachte ich, saug das mal ab. Standen mal so im Dachboden rum. Ne? Ja, genau. Ich habe mir noch eine Kiste gefunden, Heiko. Ach, wir brauchen einen Machine Infuser. Da fehlt was. Ich teste mal eben was. Oh. Wenn das okay ist. Aber natürlich, wir können auch Fahrstuhl infusen und ganz viele andere Dinge. Aber ist der dann schneller? Ja, tatsächlich. Warte. Ich glaube, das erste, was ich infusen will, ist wirklich der Draconium Core hier. Nicht der Draconium Core. Der Sheet Protector. Ich teste das mal, weil die Leute haben ja eh keine Ahnung. Was? Nein, Quatsch. Also, ob die Sachen geladen werden, meinst du? Ja, genau. Okay. Aber jetzt zur Funktion. Man holt sich hier Dimensional Shards, zack, legt die rein. Ich glaube, 4 Stacks kann einer normalerweise. Oder 2, ich weiß gar nicht mehr genau. Die kommen hier rein, dann kommt hier der Shield Protector rein. So, und dann kriegt das Ding noch Energie mit dem besten Tool überhaupt. Ich habe immer alle Tools dabei und Peter sucht immer alle Tools, glaube ich. Ja, sondern Illumination Wand und so. Also das eine. Ja. So, jetzt kriegt der hier Energie, dann geht er hier hoch und dann seht ihr, er verballert den Stack. Man kann auch den Machine Infuser infusen. Das ist eigentlich die Sache, die man als erstes machen sollte, um ehrlich zu sein. Weil der ist dann halt schneller und dann infuse er andere Sachen auch noch schneller. Und was guck mal, so ein Schild, ne? Ja. Frage ich gleich, wenn er den Strom hat. Warum funktioniert das nicht? Alles gut. Okay. Ja genau, 4 Stacks drauf, Mann. Ich meine jetzt erstmal den Infuser hier, also einen neuen und dann geht richtig ab, Peter. Dann geht sowas von ab, ne? Kennst du? Ja. Ah, ich habe nicht received, ich habe nur gesendet. So. Dummkopf, Alter. Hast du wieder einen Dimension Transceiver benutzt? Ja, ist nur zum Testen jetzt, gut. Ja? Aber warum denn? Guck, mir sind überall Kristalle, Mann. Was muss ich denn da einstellen? Wie denn? Ich hätte gern, dass wir ein unsichtbares Schild hätten für Wasser. Dann machst du oben auf Solid. Ich glaube, Wasser ist, weiß nicht, ob das das Entity sieht. Und unten links kannst du die Textur ändern. Zum Beispiel Shield, Transparent, Solid, Invisible. Invisible, dann mach Solid. Ich genau. Und dann klickst du mit der RF-Tools Wrench. Dieser hier. Hilfe! Ja! Der hat mich verfolgt. Wo ist sie jetzt hin? Sie ist weg. Hä? Wo ist sie denn jetzt hin? Sie ist wirklich einfach weg. Ich habe bestimmt meine Würde eingesaugt. Oh ja, ist im System gelandet. Hier. Nimm schnell. Warum ist dein Ding noch nicht verzaubert? Hast du ihn gesoulbounded, dein Terminal? Ja. Natürlich. Yeah. Jetzt ist hier ein Shield. Oh, aber nicht für mich. Okay, jetzt kriegt er Wasser einmal rein. Tüten. Wir tücken da mal Wasser einmal rein. Hier. Also ich infuse mal weiter. Und das können wir eben mit. Danke, bitteschön.
Ja, das können wir mit allen Maschinen machen von der F-Tools. Ist das nicht cool, Peter? Ja. Ich weiß gar nicht, für was sich das am meisten lohnt. Für die Query von der F-Tools, also den Bilderblock, ist es geil. Aber den benutzen wir ja nicht wirklich. Für und Schild sonst, auf jeden Fall von, schon für die Wither, oder? Ja, das auf jeden Fall. Mehr Damage und weniger Energie. Das ist geil, oh. Okay. So, der ist bei 50. Infinity Pool, 2 Punkte. Boah, das ist voll lustig, man kann da durchspringen. Ah, ja genau, so wollen wir praktisch das machen. In die Mitte davon kommt dann eine Insel. Das ist echt geil. Aber jetzt müssen wir halt wissen, ob das... Warte mal, die Chunks in der Mitte sind nicht geladen, ne? Nee, nee. Sollen wir einfach mal kurz offline gehen und gucken, ob das Wasser runterläuft? Obwohl, warte, nee, geht ja gar nicht. Weil das ist ja trotzdem in den Blöcken drin, oder? Also wenn wir offline gehen, dann sind vielleicht die Blöcke da. Weißt du, ich meine? Ach so, meinst du? Man sieht die zwar, aber... Ah, stimmt. Boah, das ist aber komisch, ey. wie könnte man das denn lösen? Gar nicht. Nee, gar nicht. Okay, dann können wir es auf jeden Fall bauen. Nur, sieht... Ja, ist eigentlich egal, ne? Weil wenn man hinfliegt, sieht es halt gut aus, weil dann die Blöcke geladen werden. Genau. Boah, dann deckt es immer so super krass erstmal. Bram. Perfekt. Guck mal, jetzt habe ich hier einen Maschinen-Infuser, der zu 100% infused ist, man. Und ja. In dem kann ich jetzt neue Sachen infusen und das geht dann viel schneller. Der Infusing Bonus steht übrigens immer drunter. Infusing Bonus Reduced Power Consumption. Ausgezeichnet. Kennst du das? Hallo? Ah, oh. Ah. Guck mal, das kommt jetzt hier rein. Er wird leider nicht... Oder wird er schneller? Nee, er braucht einfach nur weniger Power. Aber wir können das hier machen. Dann wird er schneller. Bram. Wow. Alter, 75% und? Und 100%. Yeah. Und der hier macht jetzt eben mehr Damage. Infusing Bonus, Reduced Power Consumption and Increased Damage. Oh. Also der macht jetzt mehr Bonus bei den Withern und mehr Power, mehr Schaden. Ja, genau. Oh. Hast du die F-Tools Wrench? Natürlich habe ich die. Möchtest du auf diesen Block rechts klicken? Die ist im System, ich habe die auf den Boden gedroppt. Okay. Hab sie. Dankeschön. Zack. Aber gute Idee, ich baue mir auch mal eben eine, was? Eine Wrench? Eine RF-Tools Wrench. Oh, dann warte nicht, Bruder, sondern Nether. Ja, das ist echt eine sehr gute Idee. Sonst haben die Shield-Sachen eigentlich schon automatisiert? Shield-Sachen? Achso, zum ja. Autocraften? Nee. Wir müssen einstellen. Nein! Oh, boah, das ist ja fast schief gegangen. Boah, was Alter. Denn? Ich habe vergessen, den Shield Protector neu zu linken. Und jetzt hat der gerade. Also ist die ganze Zeit in Energie leer gegangen. Krass, der braucht ja viel weniger Energie. Und warum steht hier Infuse 0%? Wahrscheinlich Anzeige-Bug. Wahrscheinlich schon. Ja, guck mal, ich töte gerade 10 Wither gleichzeitig und die Energie droppt nicht ansatzweise. Also hält er den locker? Ja. Ach, dann brauchen wir das gar nicht größer bauen, super. Also du kannst mal runterkommen kurz, wenn du da Bock drauf hast. Ja, ich gehe halt immer den normalen Weg, kennst du ja, ne? Warte, ich habe jetzt 20 bestellt, warte mal kurz. Und dann guck mal rein. Jetzt kommen die ersten Wither. Und davor ist er schon beim 5. Wither oder so auf 0 gedroppt, 0 Energie. Ja, der hält auf jeden Fall. Ja. Also der droppt mal auf 100.000 knapp. 113 sich oft, 107. Ja, das sind jetzt halt gerade 20 Wither, ne? Aber 87, 70, 60, jetzt geht er langsam runter. 50, 40, 30. Oh oh. Aber er hält sich. Ah, oh, jetzt nicht mehr. Oh. Ah. Knapp. Ja. Boah. Aber wirklich sehr viel besser als davor. Ja, das stimmt. Davor ist er bei 10 Wither schon eingeknickt. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt ja. Nicht mehr so voll, ne? Aber krass, ey. Ich hab einen Nethers in der Hand. Oh, bangen die sich hier raus? Ach so, vielleicht sind da welche, die direkt hier runterfallen. Das ist bestimmt der immer fehlt. Genau. Aber der sollte eigentlich aufgesungen werden bei dem Item-Ding hier. Ne, macht er aber nicht. Siehst du ja. Mano. Weil wie viele Nethers das haben wir? 69. Es fehlen 3. Wie? 3? Alter. Boah, ich guck so rum, so. Da liegt ja nur einer. Genau. Okay. Ach, stimmt, man kann hier reinfliegen. Ja. Hier ist ein Infinity Pool. Wusch. Okay, da müssen wir mal gucken. Mysteriös. Sehr gut. Aber da ist es auf jeden Fall infused. Das ist ganz nice. Und das können wir jetzt eben bei allen anwenden. Wir können zum Beispiel Peters Fahrstuhl infusen. Warte, was kriegt der denn? Steht nicht mehr dabei. Den können wir nicht infusen. Wir können Peters Fahrstuhl doch nicht infusen. Aber Screens können wir, glaube ich, infusen. Die haben dann eine höhere Reichweite und sowas. Ah. Warte. Und brauchen halt bestimmt auch weniger Energie. Guck mal, ich habe aus Versehen mit der Brennschild genau. Diesen Shield Protector abgebaut. Warum das denn? Jetzt sind aber die Schilder immer noch weg. Mano.
Oh oh. Das ist aber komisch. Der ist aber noch nicht infused, Peter, ne? Nee. Nein. Okay. Ja, geil auch. Ich bin mal gespannt, was wir damit jetzt machen. Also, ob wir noch, klar, wenn wir Welten irgendwann machen können. Problem ist nur, der Dimensional Builder kostet hier Awakened Draconium. Und das kriegen wir leider noch nicht. Deswegen, sobald wir Awakened Draconium machen. Genauso wie die Solarpanels, die fetten, die können wir auch noch nicht machen. Genau, habe ich auch schon drauf geantwortet. Aber viele Sachen, er hat dann auch geschrieben, er vergisst immer, dass wir auf dem Server spielen. Aber es gibt viele Sachen, die wir entweder nicht bauen dürfen oder, also nicht viele, das Einzige, was wir nicht bauen dürfen, sind Garden Lodges, aber selbst die sind, glaube ich, langsamer als das Feld, das wir hier haben. Stimmt. Lohnt sich das gar nicht so krass. Und eben alles, was mit End zu tun hat. Also wir können nichts bauen, was Awakening Draconium kostet und zum Beispiel Dragon's Breath oder Dragon X. Deswegen ist das dann nicht so gut. Okay. Aber bald wird's hier aufgemacht und dann können wir durchstarten. Bäm. Ausgezeichnet. Dann kommt automatische Chaos Dragon Farm, Alter. Boah, das wird geil. Nicht davon nicht verraten, du weißt, der Feind hört mit. Lol. Chaos Dragons vor allem. Das ist super krass. Okay, ja gut, aber damit ich jetzt schnell sagen, das war's halt von der heutigen Folge Sky World. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, guckt beim Peter vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also da rein und bis dann. Tschüss. Tschüss.